Gut, dann hallo und herzlich willkommen zum Tag 3 der GPN. Und es ist ein sehr großer Andrang gewesen, deshalb möchte ich eigentlich jetzt dem Publikum, was jetzt hier schon seit 5 Minuten rumsitzt und wartet, nicht den Vortrag noch weiter nach hinten schieben. Deshalb willkommen zu The Ship Show oder How Not to Build a CPU. Und mit einem hoffentlich tobenden Applaus willkommen Peter. Danke sehr. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Folien vor drüber gucken ist klug. Erstmal Nachnamen geleakt, gehört sich so. OPSEC und so, gab es Talks auf dem Chaos. Wir reden über früher und was man früher alles gemacht hat. Weiß jemand, was das ist? Das ist ein Computer, den man gebaut hat, um deutsche Nazi-Verschwörung zu knacken. Und nein, es ist nicht die Enigma. Das ist der Colossus, den die Briten auch gebaut haben, um eine andere deutsche Verschlüsselungsmaschine zu knacken, die ein bisschen einfacher war. Aber dieses Ding lässt sich tatsächlich als Computer bezeichnen, weil die Enigma ist basically viel, also die Enigma-Knackmaschine, the Bomb, ist basically ganz viele Röhren. Das Ding kann rechnen. Also man muss rumstecken, um es zu programmieren, aber es ist ein Rechner. Aber halt zum Passwort knacken. Wahrscheinlich auch die erste Implementierung eines String-Algorithmus in Hardware. Das hier ist auch eine schöne Maschine. 3 Jahre jünger oder so. ENIAC, da sind die Leute auf eine ganz tolle Idee gekommen, wie rechnet man richtig, so von 0 bis 9, dann kommt eine 10 und dann die Maschine ist dezimal. Ja, Dinge, die man auf jeden Fall unbedingt tun sollte. Dezimal rechnen, ne? Es gibt schon einen Grund, für Menschen gilt es nicht, aber CPUs sollten schon binär sein. Irgendjemand hat, jeder von euch schon mal was davon gehört. Dezimal rechnen, weird. Genau. Aber wenn ihr jetzt hofft, dass ich über so alte Maschinen weiterrede, der schaut leider in die Röhre. dieses hier ist ein schönes Gerät aus den Computern gebaut im 20 Millionen Nanometer Prozess. oder gut 2 Zentimeter für Leute, die das nicht so spontan im Kopf umberechnen können. Heute muss man die Transistoren mit der Lupe suchen. Also da kann man wahrscheinlich auch einfach die Lupe mit dem Transistor suchen. Oder, naja gut, Transistoren sind auch zu jung dafür. Die sind zugegebenermaßen wahrscheinlich entwickelt worden, als dieses Ding da auf den Markt gekommen ist. Genau, also Elektronenröhren sind irgendwie sehr coole Geräte, weil man kann damit super schön analoge Schaltungen regeln und man kann den Strom steuern, abhängig von der Spannung. Damit kann man rechnen, weil offensichtlich Strom an und Strom aus, gibt irgendwie ein Strom an und Strom aus Signal und dann hat man irgendwie Schaltungen, die kann man bauen. Das ist super cool, weil die Dinger rechnen mit Lichtgeschwindigkeit oder beinahe. Und dadurch, dass die analog sind, kann man da richtig schön durch die Gegend schieben. Also sowas wie, ich nehme ein kleineres Spannungslevel als 0 und ein größeres Spannungslevel als 1. Und dann kann ich dazwischen interpolieren, dann muss ich nicht immer an- und ausschalten, weil das braucht ganz schön lange, komplett aus- und komplett anzuschalten. Aber wenn ich einfach nur ein bisschen dazwischen wanke, wenn ich Analogtechnik habe, super cool, super schnell. Problem ist nur, also ja gut, von 2 Zentimeter kriegt man vielleicht noch auf 0,5 Zentimeter Durchmesser runter, aber danach hört es irgendwann auf. Insofern eher nicht so. Und insofern gucken wir jetzt mal an, was in der Zwischenzeit passiert ist, bis wir anfangen, uns mit Dingen zu beschäftigen, wo man tatsächlich von CPU-Architektur reden kann und nicht von, naja, warum stürzt unser Rechner nach 4 Stunden ab, ne? Also klar, meine Software darf nach 4 Stunden crashen, weil die habe ich geschrieben. Aber das liegt an meiner Software und nicht an der Hardware drunter. Und ihr wisst alle, dass der Begriff Bug irgendwie daher kommt, dass man in so einer Maschine irgendwann mal einen Käfer gefunden hat. Ne? Bug-Hunting, quite verbatimly. Wie auch immer. Dieses hier ist, man sieht es vielleicht, da oben steht irgendwo klein IBM, ein System 360, das ist ein Mainframe. Mainframes sind voll toll, ne? Da kann man einen ganzen Computer pro Unternehmen verkaufen. Ihr wisst gar nicht, wie viele Unternehmen es auf der Welt gibt, ne? Da kann man, keine Ahnung, 1000 Rechner im Jahr verkaufen. Ist das nicht mindblowing? Das ist ein richtiger Markt. Und in den 60ern hatte IBM den Markt auch basically vollständig und die haben damit damals schon Milliarden Dollar gerechnet, gemacht. Weil sie jedem Unternehmen ein, oder manchmal haben sie es sogar geschafft, 2 Mainframes pro Unternehmen zu verkaufen. Richtig krass. Aber dann wurden die Rechner weiter miniaturisiert. Das hier ist ein Minicomputer. Oder eigentlich das CPU-Board aus einem Minicomputer. Weil der Unterschied zwischen einem Mainframe und einem Minicomputer ist, dass ein Mainframe den gesamten Raum füllt und ein Minicomputer nur ein Rack. Das ist eine PDP-11. Das Compute-Board daraus. Und das ist dann die nächste Miniaturisierungsstufe, bis wir irgendwann zu diesem Gerät hier kommen. Dem allseits bekannten Uropa von diesem Laptop, einem Intel Z8080. Ein Intel 8080. Z80 ist das, was passiert, wenn Intel nicht schnell genug neue Features drauf wirft und andere Firmen deswegen teure Prozessoren verkaufen können, die viel mehr können.
warum habe ich jetzt gerade diese drei Prozessoren ausgewählt und nicht irgendwie den ersten richtigen Integrated Processor, den Intel 404? Das ist ganz einfach. Alle diese drei Rechner kommen mehr oder weniger direkt noch heute vor. Auch Intel 8080 kommen immer noch irgendwo als Mikrocontroller in irgendwelchen Industrieanlagen vor. Also euer ICE hat ziemlich sicher einige von davon verbaut. Die PDP-11, habe ich festgestellt, hat von der Digital Equipment Corporation oder deren Rechts-Rechts-Rechts-Nachfolger Teilsupport bis 2050. Warum? Die steuert Atomkraftwerke in den USA. Und, well, Mainframes, naja, die sind über Jahre und Jahre und Jahre und Jahre weitergerechnet worden. Und das, was man heute als Open Power kennt, ist so der super hippe, schnelle, agile Urenkel von so einem Mainframe. Wie weit man gekommen ist. Aber damit überlegen wir uns jetzt erstmal noch, wie definieren wir eigentlich Performance, weil wir wollen ja schnell werden und dann wollen wir feststellen, warum das gar nicht so klug ist, wie wir das gemacht haben. Zuerst einmal, was ist eigentlich ein Benchmark? Herzlich willkommen bei McAfee. ich habe es leider nicht probiert, aber das ist noch so mein Ziel, genug Leute zu finden, dass sich eine McAfee-Whisky-Bestellung lohnt. Der geheime Hintergrund dieses Talks. Wir teilen Benchmarks jetzt irgendwie mal richtig auf. Wir haben erstmal so ein paar Zahlen, die man vergleichen kann. Ne? Da ist ganz toll, welche CPU taktet wie schnell? Super, ne? Höhere Nummer besser. Wir kommen da gleich nochmal zu, was passiert, wenn man das zu Ende denkt. Wir haben da auch noch die schöne Abkürzung MIPS, Million Instructions per Second, weil je mehr Instruktionen wir rechnen, desto schneller ist der. Voll offensichtlich. Und wir haben das gleiche auch noch für Floating Point, das nennt sich dann Floating Point Operations per Second oder FLOPS. Ganz schöner Flop, diese Sache. Und es gibt noch die Abkürzung IPC, Instructions per Clock, weil offensichtlich, wenn ich pro Takt mehr mache, bin ich ja schneller. Well, ne? Jetzt das haben wir da die erste Kategorie. Warum die in Kategorien aufgeteilt sind, da kommen wir gleich zu. Ne? Die Kategorie 2 sind, wir gucken uns keine nackten Daten an, die unser Prozessorhersteller veröffentlicht, sondern wir testen das tatsächlich. Testen gut, weil dann haben wir ja belastbare Zahlen. Machen wir zum Beispiel Synthetic Benchmarks wie diesen hier, falls das schon mal jemand gesehen hat. Das ist jetzt kein CPU, sondern GPU-Benchmark, aber hey, coole bunte Bilder. Ne? Man möchte bunte Bilder in seinem Talk haben. Ja, es gibt noch das zweite, ein Kernel, das hat nichts mit Linux zu tun, sondern das ist ein kleiner Programmteil, so eine Matrix-Multiplikation. Und dann gibt es Toy-Programs. Ich fand die Unterscheidung in dem Buch, wo ich das hergeklaut habe, sehr schön. Der Unterschied zwischen einem Kernel und einem Toy-Programm ist, dass ein Kernel tatsächlich Teil, ein sehr kleiner Teil, aber ein Teil einer echten Anwendung ist. Ein Toy-Programm würde niemand schreiben. Das Beispiel, was die Autoren nutzen, ist Bubblesort. Juhu! Habt ihr ja schon mal euren produktiven Bubblesort eingesetzt? Den, egal was ihr tut, schlechteren Sortieralgorithmus? Genau, und Kategorie 3 sind dann irgendwelche Benchmark-Suits. So der ganz bekannte Name ist dafür SPEC. Das steht für Special Interest Group für irgendwas. Und die Kategorien lassen sich aufteilen in Really Bad, Less Bad und Okayish. Hat schon mal jemand von der Bibliothek LibQuantum gehört? Das ist, wenn man einen Compiler über Jahre so optimiert, dass er diesen einen Benchmark komplett von vorne bis hinten durch Konstanten falten kann, weshalb Intel-Prozessoren irgendwie 50 Mal schneller sind, wenn man sie mit diesem Compiler übersetzt, als alle anderen, weil alle anderen rechnen tatsächlich und bei Intel braucht er den Compile-Vorgang 3 Tage. Also auch irgendwie schwierig. Aber deswegen, really bad sind halt diese Zahlen, weil, oh Wunder, zwei verschiedene CPUs, die zwei verschiedene Instruktionssätze haben, da kann man schlecht vergleichen. Und der eine Prozessor ist der schneller Takt, aber der andere hat mehr IPC. Schwierig, kommen wir noch zu. Auf die Art und Weise hat AMD das erste Mal gegen Intel gewonnen. Und offensichtlich less bad, ein Programm, das nur fürs Benchmark geschrieben wird, da gucken sich Leute an, hey, guck mal, da ist ein Benchmark und optimieren da drauf. Origin Heaven ist nicht umsonst ausgewählt, das war ein großer Skandal mit Tessellation irgendwann so 2011 rum, weil Nvidia ganz viel Wert auf Tessellation gelegt hat, nur um hinreichend schnell gegen AMD zu gewinnen, die das nicht so gut konnten, obwohl das nirgendwo sonst genutzt wurde. Genau, erste Überlegung, wie werden wir schnell? Wir überschauen uns jetzt mal an, wie so ein Transistor funktioniert. Wir haben so einen Transistor, der besteht irgendwie aus zwei Teilen, also einen CMOS-Transistor, weil, wenn ihr euch für Digitaltechnik interessiert, gehört eine Vorlesung dazu. Ich möchte das nicht hier nochmal, ich brauche das nicht hier nochmal zu copy-pasten, aber ganz grob, wir haben
einen Anfang, ein Ende und dazwischen haben wir ein nicht leitendes Teil in Silizium, aber eine Kondensatorplatte darunter und offensichtlich Ladungen ziehen sich an oder stoßen sich gegenseitig ab. Das bedeutet, je nachdem, wie ich den Kondensator lade, kann ich in dieses Silizium darüber Ladungen reinschieben oder nicht. Und wenn da aber Ladungen irgendwie drin sind, dann kann ich eine leitende Brücke bauen dazwischen und damit habe ich einen Leiter gebaut, den ich an- und ausschalten kann. Deswegen heißt Silizium auch ein Halbleiter, weil ich kann den leitend oder unleitend machen, je nachdem, wie ich die Scheibe. Für alle anwesenden Elektrotechnik-Profs, ich entschuldige mich sehr für diese Erklärung. Genau. Und jetzt kommen wir noch zu der zweiten wichtigen Erklärung, die diesen ganzen Vortrag überhaupt erst sinnvoll macht, nämlich Moore's Law. Wir haben unsere Transistoren und es gab dann die Beobachtung, die irgendjemand als Law übersetzt hat, weil warum nicht? Wenn wir ein bisschen warten, werden unsere Transistoren kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Und wenn wir die kleiner und kleiner und kleiner machen, dann werden unsere Kondensatorplatten kleiner. Das bedeutet, wir müssen weniger Ladung nutzen. Das bedeutet, es fließt weniger Strom im Transistor. Das bedeutet, wir können mit gleich viel Strom mehr Transistoren schalten. Und wir können aus anderen Gründen dabei auch noch höher takten. Richtig nice. Genau. Und wir haben außerdem in unseren Transistoren noch Platz für Zeug, was drumherum ist. Also offensichtlich könnten wir einfach einen zweiten Core daneben kleben. Aber aus Gründen, auf die ich jetzt hier nicht besonders stark eingehen möchte, außer dass das extrem painful ist, möchte man eigentlich gucken, erstmal einen Kern schnell zu machen, als mehrere Kerne zu benutzen. Genau. Und jetzt stellen wir fest, schneller takten funktioniert gut. Und dass dieses Bild so gruselig abgeschnitten ist, liegt nicht daran, dass ich kein GIMP bedienen kann, sondern ausschließlich, dass das gutes Foreshadowing auf den Rest dieses Abschnitts ist. Bestimmt. Hust, hust. Also, ihr seht hier auf der linken Seite eine logarithmische Skala und Takte gehen linear hoch. Logarithmisch. Also, voll toll. Pro 10 Jahre irgendwie fast 10, eine Verzehnfachung des Taktes. Voll toll. Bis ungefähr 2004. Ja. Genau. And then it didn't. Herzlich willkommen bei Intel, weil, wie gesagt, warum Intel ist immer die richtige Frage. Intel war so, wenn wir mehr Takt haben, dann haben wir mehr Takt und dann können wir mehr Dinge tun und dann sind wir schneller. Juhu! Was braucht man für mehr Takt? Irgendwann sind unsere verschiedenen Teile von den CPUs zu weit auseinander und dann packen wir dazwischen Pipeline-Stages und schieben unseren Teil nach und nach durch die CPU. Ihr seht hier dieses schöne Bild und ich mache jetzt eine kurze Übersetzung aus Pixelmüll von AnandTech für GPU-Besucherwesen. Genau, weil das oben drüber, wie man vielleicht erkennen kann, ist eine 10-Stage-Pipeline aus dem Vorgänger. Darunter war dann eine 20-Stage-Pipeline aus der ersten Pentium 4-Generation. Die Nachfolgegeneration hatte dann über 31. Intel war da nicht so genau, wie viele tatsächlich sind, aber mindestens 31. Genau. Und wir haben da ganz viele Pipeline-Stages und dann haben wir sowas Tolles wie Drive-Cycles. Ein Drive-Cycle ist eine Pipeline-Stage, die nichts anderes tut, als das Signal zu nehmen und zu verstärken, dass ich es danach noch habe. Und ihr merkt, dass euer Prozessor an Taktlimits knackt, wenn ihr anfangt, für eure Operationsverstärker, die nur dafür da sind, dass ihr euer Signal noch versteht, ganze Taktzyklen einzuführen. Herzlich willkommen bei Intel. Genau. Und Intel war da ganz, ganz, ganz toll. Sie haben nämlich, als sie das Ding vorgestellt haben, so 2002 gesagt, genau, 2002 haben sie gesagt, bis 2005 kriegen wir 10 Gigahertz. 10 Gigahertz. Jetzt habe ich eine Matheaufgabe an euch. Seid ihr der Meinung, dass 3,8 größer als 10 ist? Nein. Gut. Nein, 3,8 ist kleiner als 10. Genau, also Intel ist da volle Kanne in den Limit gelaufen. Und das hat effektiv zwei Gründe. Genau, also ich erst... Komisch! War das etwa Foreshadowing gerade eben? Ja, also einmal kurz erklären, warum das Ganze irgendwie kaputt geht. Wir haben da zwei Effekte. Zum einen haben wir das Problem, dass Takt in dritter Potenz, also dass der Stromverbrauch in dritter Potenz oder die Energieverbrauch eigentlich, in dritter Potenz vom Takt abhängt. Das liegt einfach daran, naja, je schneller wir takten, wir haben unsere Kondensatoren und jeden Takt entladen und laden wir die. Das bedeutet, wir haben pro Takt Strom. So weit, so einfach. Das Problem ist aber, wir müssen unsere Elektronen im wahrsten Sinne des Wortes in den Hintern treten, damit sie das schnell genug machen. Und die Art und Weise, wie wir das machen, ist, indem wir die Spannung hochdrehen. Und Spannung mal Strom gibt Leistung und damit Wärme. Problem ist nur, dass das nicht linear ist, sondern wir brauchen für mehr Takt quadratisch mehr Spannung. Und dann haben wir plötzlich so was Tolles. Taktverdopplung ist eine Verachtfachung vom Stromverbrauch. Jetzt betreiben wir unsere CPUs immer ganz tief in dieser Kurve. Das bedeutet, eine Kleinigkeit... Verhöhen ist immer noch sehr linear, aber es gibt halt basically irgendwann eine Kurve und knack und dann ist eine Wand. Das ist die Taktwand und die hat Intel dann auch kennengelernt. Genau.
Das zweite, was wir noch hatten, ist das sogenannte Denarscaling. Weil, ich habe vorhin erklärt, halb so großer Transistor macht halb so viel Kondensator, heißt halb so viel Strom. Das stimmt für den dynamischen Fall, also für das Laden und Entladen. Je kleiner unser Transistor wird, desto näher kommen die Dinge aneinander. Und das bedeutet, so Elektronen haben die dumme Angewohnheit zu tunneln, weil Elektronen sind genauso ortsfest wie ich und sind dann so, ach, guck mal, ich kann da rüber. Und dann fangen die an, wild durch die Gegend zu leaken und zu tunneln und plötzlich habe ich meinen statischen Stromverbrauch, kann ich dann plötzlich nicht mehr ignorieren. Genau. Und deswegen sorgt irgendwie mehr Takt für viel mehr Strom und außerdem meinen Prozessor immer kleiner machen, leider nicht mehr dafür, dass ich einfach mehr Takt machen kann. Genau, und das führt dann dazu, dass wir nicht selbst rechnende CPUs haben, sondern selbst kochende CPUs. Ja. Genau. An dieser Stelle muss ich einmal kurz eine kleine Fangirl-Aktion einführen. Habt ihr auch euer favorite paper of all time? Ich muss dich kurz unterbrechen, weil das Mikrofon ist abgehauen und da das sehr viel Andrang war, würde ich dem Stream es ungern verhauen. Ja. Fix mich mal gerade kurz. Wann ist das abgehauen? Gerade eben. Okay. So, dann gehen wir einfach mal gerade kurz zurück. Ja. Ah, sehr schön. Danke sehr. Genau, wir waren bei den selbstkochenden Schaltkreisen. Und jetzt, wie gesagt, favorite paper of all time. Is dark silicon useful? Elvis Operator. Harnessing the four horsemen of the coming dark silicon apocalypse. Hier, Link. Also, wenn ihr eins aus diesem Paper mitnehmt, aus diesem Vortrag mitnehmt, so rum, es gibt Paper, in denen jemand ernsthaft die Kapitelüberschrift genutzt hat, Deus Ex Machina Horseman. also ja, das Paper musste hier einfach rein. Genau. Hier. Und weil Prozessoren ad infinitum über Takten so schön war, machen wir das einfach nochmal. Herzlich willkommen bei AMD Bulldozer. genau, it was so nice, they did it twice. Also, jetzt müssen wir uns überlegen, während der Intel Pentium 4 Tage gab es zwei Sachen. Erstens, AMD hat tatsächlich gegen Intel basically allein dadurch gewonnen, dass sie ihre Prozessoren hatten mit mehr IPC. Intel und AMD kann man wenigstens mit den Instruktionen vergleichen, weil die ist beides 86. Und das Zweite, was wir halt hatten, ist, aber AMD hat es halt geschafft, bei ungefähr 30% weniger Takt, und wir wissen, 30% weniger Takt ist irgendwie so die Hälfte vom Stromverbrauch, weil dritte Potenz, mehr zu leisten als Intel. Und ist dann sogar so weit gegangen, dass sie Prozessoren verkauft haben, an denen nicht der Takt dran stand, sondern eine virtuelle Vergleichsnummer, von denen sie nie zugegeben haben, dass es Intel-Takt ist, basically. Und dann hat man einen mit 2,2 GHz getakteten Athlon 3300 kaufen können, der einen Pentium 4 bei 3,5 GHz geschlagen hat, weil so schön. Und diese Firma kommt 6 Jahre später auf die Idee, das Gleiche auch nochmal zu machen. Jetzt muss man dafür ein bisschen Hintergrund kennen. AMD ist so eine dauerpleite Firma gewesen bis so vor 5 Jahren. Dann haben sie irgendwie was sehr Kluges getan. AMD hat die letzten 5 Jahre hat davor hauptsächlich überlebt, weil sie irgendwann mal einen kleinen Grafikkartenhersteller namens ATI übernommen haben und PlayStations 4 verkaufen konnten. Aber genau, die Überlegung ist, AMD ist dauerpleite, aber wenn man für Webserver und andere Anwendungen braucht man nicht viel Takt und auch nicht viel Leistung, man braucht einfach viele Kerne, weil je mehr man parallel machen kann, desto besser. Also nehmen wir einen kleinen Kern, kleine Kerne takten gut, weil Wege kurz, und kleben davon einfach ganz, ganz, ganz viel auf unser Stück Silizium. Und wenn wir jetzt dabei sind, nehmen wir diesen ganzen Wiederverzeug, das wir gerade für die Server entwickelt haben, nicht genug Geld, um eine zweite Architektur zu entwickeln, aber wir haben uns einen kleinen Kern der Taktik gut, also wenn wir das Ding in den Desktop machen, nehmen wir einfach den Takt und machen den hier. genau, und das heißt, für Server hatten sie eine Architektur mit vielen kleinen Kernen, das hat auch sehr gut funktioniert, also die dazugehörige Architektur heißt Opteron und in bestimmten Server-Benchmarks haben die Intel in Grund und Boden gerechnet. Aber leider nicht im Desktop. Und Werbung wird im Desktop gemacht. Das bedeutet, alle Leute waren der Meinung, Bulldozer ist langsam, obwohl sie für sehr viele Anwendungsfelder sich sehr sinnvoll waren. Genau. Das Ergebnis war, dass die Dinger beliebig hoch getaktet sind und beliebig viel Strom verbraucht haben. Auf der anderen Seite hält eine Bulldozer-CPU bis heute, wenn ich mich recht entsinne, den Weltrekord für den höchsten Takt. Da hat jemand dieses Ding basically in flüssigen Stickstoff getaucht und den Takt hochgedreht. Aber es gibt CPUs, die mit über 8 GHz takten, also Intel war gar nicht so weit off. Nur leider der Konkurrent, aber naja, was will man machen.
Genau, die Folge ist heute, AMD war fast pleite und hat wie gesagt nur überlebt, weil sie PlayStation und Xbox verkaufen konnten. Und es gibt jetzt heute Ryzen und die erste Ryzen-Generation im Vergleich zur letzten Bulldozer-Generation einfach mal so eben nebenbei 50% mehr Instruktionen pro Takt. Und ihr könnt euch vorstellen, eine 50% mehr Leistung, weil so hoch hat Bulldozer im Endeffekt auch nicht getaktet, ist halt einfach absurd. Und dann hatten außerdem die vergleichsweise Zen-Kerne nochmal, also ich hatte einen 8-Kern-Bulldozer gegen einen 8-Kern-Ryzen, der 50% mehr pro Takt leistet und außerdem noch 2 Threads pro CPU ausrechnen kann. Das war dann einfach nicht fair. Aber das ist auch der Hintergrund, weshalb AMD heute nicht mehr die Firma ist, die vor 5 Jahren dauerhaft bei 2 Euro Börsenkurs und gehen sie morgen pleite oder überleben sie bis übermorgen sind. Genau. Damit haben wir jetzt unseren Taktteil abgekommen. Jetzt machen wir uns die nächsten 20 Minuten über ein Konzept lustig. Aber das ist schön. That's a gift that keeps on giving. genau. Wir haben festgestellt, mehr Takt ist böse. Kluge Idee. Wir machen mehr pro Takt. genau. Und jetzt überlegen wir uns, der erste coole Schritt dafür ist Pipelining. Ne? Der zweite Vorteil an Pipelines ist, außer dass wir unseren Prozessor höher takten, wir können natürlich in jeder Pipeline-Schritt einen Befehl haben. Ne? Das hat sich auch Intel gedacht, weil wenn die ihren 3,8 GHz-Prozessor da haben, dann können sie 3,8 mal 10 hoch 9 Instruktionen pro Sekunde ausführen. Voll gut. Genau, wir gucken uns jetzt hier an, warum das nicht ganz so gut funktioniert. Es gibt ja die DLX-Pipeline, das ist entstanden aus einem Paper unter den 80ern. Für euch, für Kontext für die nächsten 20 Minuten, DLX steht für Deluxe. Da waren Leute sehr stolz auf diese Idee. Die zu der Verteilung der entsprechenden Autoren, die sind heute alle davon weg. genau, und die DLX-Pipeline besteht aus 5 Stages. Fetch, also wir holen uns das Ganze. Decode, was ist denn das eigentlich? Execute, wir rechnen. Memory ist, wir lesen aus Memory und schreiben in Memory. Das ist für große Teile unseres Prozesses basically warten. Und dann kommt im Endeffekt Writeback. Also wir nehmen unsere Daten und schieben sie zurück ins Registerfile. Ne? Also wir haben unser Registerfile und da stehen unsere Daten drin. Genau, und das ist so das, was wir basically tun. 5 Stages heißt, wir können 5 Dinge parallel machen. Wir können das Ding 5-mal so hoch takten. Also virtuell 5-mal so hoch takten, obwohl wir den CPU-Takt, der ja für unseren Stromverbrauch relevant ist, gleichhalten können. Also viel mehr Leistung pro Takt. Voll gut. Und damit kommen wir jetzt auf die Frage, warum geht das eigentlich kaputt? Deswegen, was wäre ein CPU-Talk ohne Assembly? Herzlich willkommen bei meinem Pseudo-Assembler. Wir nehmen eine ganz einfache Schleife. Wir gehen dahin und addieren 2 Vektoren aufeinander. Also Vektor 1 plus Vektor 2 gleich Vektor 3, komponentenweise. Und jetzt haben wir hier so einen Assembler, der lädt erstmal den ersten Wert, er lädt den zweiten Wert. Dann addieren wir auf das erste Register, aus dem wir gerade geladen haben, 4 Byte drauf, weil nächste Integer. Dann addieren wir, dann rechnen wir den zweiten Wert aus, schreiben unseren Wert weg, addieren den dritten Pointer und sind glücklich. Und das sieht dann im Endeffekt so aus. Ne? Wir haben schön unsere Pipeline und ihr seht die einzelnen Farben. Einer der schwersten Teile in diesem Talk war tatsächlich, einen 7-farbigen Regenbogen zu finden. genau. Aber dem aufmerksamen BeobachterInnen ist vielleicht aufgefallen, dass da eine Branchinstruktion fehlt. Also dieses For-Loop-Gedöns. Jetzt fragen wir uns, wo ist denn die eigentlich? Die steht da nicht. Das liegt daran, dass ich geschlabbert habe. Die steht an vorletzter Stelle. Und jetzt überlegt ihr euch vielleicht, hä, die letzte Instruktion ist wie wichtig, die wollen wir noch ausführen. Naja, der findige CPU-Ingenieur sagt euch aber, kein Problem, die ist ja eh schon gefetcht, die schieben wir einfach unser Decode durch und ignorieren, dass die nie da gewesen ist. Unser Branch führt einfach die nächste Instruktion noch mit aus und wir sind alle glücklich. Und dann können wir unsere coole Pipeline machen, die super schnell ist und dann können wir da einfach ganz viel cooles Zeug tun. Und das nennt sich ein Branch Delay Slot. Ist das eine gute Idee? man verlässt sich da darauf, dass der Compiler das richtig reordern kann. Ich meine, ich gehe nochmal hier zurück. Ich habe gesehen, ich habe das sehr ausführlich ineinander verschachtelt und den Branch da hinten hingeschrieben. Well, genau. Nein, nicht besonders gut. Der Compiler fängt an, Nops zu spammen. Genau. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem miesen Foreshadowing, das ich gerade mit meinem Assembly hatte.
Weil wir haben da noch so ein zweites Problem. Wir hatten dieses Write-Back, das passiert zwei Instruktionen, nachdem wir executed haben. Sehr am Anfang vom Tag, das Bird, das geht sich gerade auf, aber trotzdem. Und wir verlassen uns wieder darauf, dass der Compiler das bestimmt optimieren kann und dieses händische Reordering, was ich mit meiner Instruktion gemacht habe, tut und überlegen uns, kann die Compiler das? Es ist immer schön, seine Slides reusen zu können. genau. Damit bin sehr viel schneller, als ich gedacht habe. Ups. Ihr habt gleich ganz viel Zeit für Q&A und ich habe gleich ganz viel Zeit, aus den Nähkästen zu plaudern. Das finde ich gut. Ja, okay, wir müssen noch mal kurz eine zweite Sache einfügen, um uns über die Deluxe-Pipeline noch ein bisschen mehr lustig zu machen. Wir haben hier Instruction, eine einfache Addition. Ne? Vier Additionen. Jetzt kommen wir erstmal dazu, warum ist einfach Instruktionen und Clockzellen doof? Wenn wir jetzt eine hypothetische ISA hätten, die einfach eine Operation hat, die vier Instruktionen, also vier Summanden auf einmal addieren kann, die kann diese Operation offensichtlich in einem Takt machen. Aber der naive Compiler tut eher das hier. Wir addieren die ersten zwei, dann addieren wir den dritten drauf, addieren wir den vierten drauf und dann haben wir in drei Takten diese Zahlen auf 60 addiert. Schön. Ihr kennt vielleicht irgendwie dieses Divide and Conquer, das hat keine Compiler auch, dann passiert das hier, haben immer noch drei Instruktionen, aber wir können zwei davon parallel rechnen, wenn wir denn parallel rechnen können. Und damit haben wir im Zweifel zwei Takten diese Addition gemacht. Instruction-Level Parallelism, also die Möglichkeit, irgendwie verschiedene Instruktionen, die nicht direkt voneinander abhängen, zu rechnen, ist viel, 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 viel breiter als das. Also das geht so weit, dass euer Prozessor auf die Idee kommt, warte mal, wir haben ja eine Schleifeniteration, aber die nächste Schleifeniteration hängt gar nicht von meiner diesmaligen Schleifeniteration ab. Die nutzt zwar die gleichen Register und alles, aber das sind andere Memory-Zellen und das kann ich einfach parallel machen. Voll cool. Aber ihr seht jetzt hier ein sehr einfaches Beispiel dafür, wie man Instruction-Level Parallelism hinbekommen kann. So, und das wollen wir natürlich ausnutzen. Und die Firma MIPS. Wer von euch weiß, wofür MIPS steht? Nur so Interesse, also... Juhu, sind immerhin zwei Menschen. Microarchitecture without Interlock Pipeline Stages. Danke, Kopf. Was wir machen ist, oder was wir nicht machen wollen, ist Interlocking. Genau, wir haben unsere 5-Stage-Pipeline und wir möchten natürlich jetzt nicht, dass unsere verschiedenen Stages miteinander interagieren müssen, weil das kostet uns Hardware und das kostet, und Hardware bedeutet im Zweifel immer, wir müssen niedriger takten. Wir hatten es schon mal, weil mehr, ne? Und außerdem haben wir auch noch das Problem, dass wir im Zweifel irgendwie unsere CPU tatsächlich ganz anhalten können, das heißt stallen. Irgendeine Stage hinten sagt, halt, stopp, ich kann nicht mehr. Und was sich die MIPS-Menschen überlegt haben, wenn wir das alles nicht machen, dann können wir ja viel schneller rechnen. Und wir haben ja unsere Compiler, wir hatten schon ein paar Mal, dass Compiler sehr gut sind. Oder erst recht in den 80ern waren die Compiler sehr gut. Die können das ja alles optimieren, ne? Das ist ein Common Trope, Compiler können das schon. Wir kommen nachher bei den sonstigen interessanten Ideen, die Menschen so hatten, nochmal da drauf. Genau, also wir haben diese Sachen, aber jetzt überlegen wir uns mal, wir haben Memory, ne? Wir haben unser Memory und das hängt an einem Cache. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Die Daten sind im Cache und die Daten sind nicht im Cache. Und wie ihr alle wisst, sind die Caches dafür da, dass ihr möglichst schnell takten könnt. Nein, sorry. Dass ihr gewisse Daten schnell anfragen könnt und andere Daten, die im Speicher sind, der taktet nicht so schnell und der ist weit weg, dann einfach entsprechend wartet. Jetzt habt ihr aber dieses Read in eurem Memory. Ne? Der Grund, weshalb Writeback nach Memory ist, dass man das Read dann direkt laden kann. Wenn euer Caching hinterherkommt, müsst ihr sowieso die CPU anhalten, weil da geht schlicht nicht, die Daten sind nicht da, da kann man nicht rechnen. Und auch kein Compiler kann wissen, ob euer Memory-Zugriff irgendwas zwischen einem Takt und literally 20.000 braucht. Also Speicherzugriffe sind beliebig langsam. Genau, und aus diesem Grund brauchen wir Stalls sowieso. Und das Zweite, was wir natürlich haben, Compiler sind schlecht und diese Einheiten, was wir jetzt natürlich machen können, wir können uns eine Einheit bauen, die sich einfach merkt, dieses Register wird im nächsten Takt auf diesen Wert gesetzt. Wir können es einfach im darauffolgenden Takt, statt direkt das Registerfile zu fragen, erst diese Einheit fragen und danach das Registerfile, das nennt sich eine Forwarding Unit, und dann können wir alle diese ganzen Sachen hier halt wegoptimieren. Richtig gut. Also wir haben jetzt gerade diskutiert,
Forwarding macht den Compiler viel einfacher. Stalls brauchen wir sowieso. Jetzt haben wir unsere tolle Architektur, die offensichtlich benannt wurde, um sich mit einem schlechten Benchmark-Namen zu schmücken. Und der Name ist nicht einmal richtig. Das ist schon ein bisschen bitter. Schon ein bisschen peinlich. Aber ja, ne? Und wir hatten jetzt gerade hier irgendwie noch dieses Out of Order eingeschaltet. Das war natürlich überhaupt kein Foreshadowing. Ne? Weil wir natürlich jetzt das Problem haben, dass unsere Pipeline, wir haben ja gerade diese gesamten Instruktionen, die nacheinander ausgeführt werden müssen. Wenn wir jetzt aber Dinge out of order rechnen, müssen wir uns an die alte diese Sachen auch wieder halten. Weil natürlich, im Zweifel wissen wir viel früher, als unsere Rechnungen fertig sind, dass wir branchen wollen. Aber um die Semantik vom Programm zu behalten, wir müssen die nächste Instruktion ausführen. Das ist richtig, richtig doof. Das bedeutet, diese Pipeline, nicht nur, dass sie den Compiler schwerer macht und gar nicht so viel Hardware spart, sowieso andere Hardware, die uns gar nicht sparen kann, sorgt sogar dafür, dass wir danach nicht mal schnelle Prozessoren bauen können. Gleich. Ja, ich hab leider Objekt festgestellt, wir sind Issues mit der Technik. Passt das? Schwierig. Technik und so, ne? Wir sind hier auf einer Hacker-Konferenz, da kann keiner Technik. Genau, und jetzt habe ich hier noch so ein paar andere Sachen. Ne? Das ist eine schöne Folie. Jetzt kann ich einfach mal 5 Minuten auf einer Folie erzählen. Genau, also, wir hatten es gerade schon für NOPs. Ne? NOPs sind offensichtlich doof, weil die nehmen uns einen Platz in der Pipeline weg. Aber NOPs sind noch aus anderen Gründen doof. Weil wir wollen unsere Instruktion natürlich cachen. Weil dann würden wir schneller, weil dann können wir höher takten, weil Caches helfen uns bei Takt. Problem an der Sache ist, dass wir bei NOPs irgendwie in das Problem laufen, dass sie natürlich dann auch in unserem Cache liegen, aber eine NOP tut nichts. Das bedeutet, wir verspenden sehr wertvollen Platz in unserem Instruction Cache für, nichts. Im wahrsten Sinne des Wortes. NOP steht für No Operation. Juhu. Bei Out of Order, na, erstens haben wir gerade gelernt, wir müssen all diese Sachen nachbauen. Das zweite Problem, was wir daran haben mit den NOPs, ist natürlich, dass wir die dann noch irgendwie speziell behandeln müssen, weil was ich bei Out of Order ganz grob mache, ist, dass die CPU weiß, diese Instruktion hängt von jener Instruktion ab und so ein Dependency Tree mitführt. Und mein NOP hängt von nichts ab und hat keine Abhängigkeiten und da muss ich mich aktiv darum kümmern, diese NOPs irgendwie zu behandeln oder die müllen mir meine Queues voll, das will ich auch nicht. Also NOPs sind doof. Genau. Also generell NOPs doof und das zweite sind Precise Exceptions. Das ist etwas, das ist sehr, unoffensichtlich, was da passieren kann. Aber stellt euch vor, ihr bekommt von außen einen Device Interrupt rein. Ja? Und jetzt muss die CPU in das Betriebssystem springen und dann irgendwie dieses Device Interrupt handeln und dann zurück in den User Space. Euer User Space Prozess, eure CPU Pipeline hat jetzt natürlich das Problem, dass wenn sie interrupted wird, läuft das Ganze. Genau, wenn wir interrupted werden, müssen wir jetzt natürlich diese gesamten Dependencies wieder fixen und wir müssen uns im Zweifel für den Befehl 1 drauf merken, welchen Wert der gesehen hat, weil wir haben ja für Register potenziell bis zu 2 Werte. Nämlich einen, der in der Pipeline steckt und einen, der im Registerfall steckt. Und wir müssen beide wissen, wenn wir unterbrechen wollen. Und aus diesem Grund hat man sich überlegt, genauso wie das generelle Motto von dieser Deluxe-Pipeline, wir ignorieren diese Probleme einfach. Und das, was Exceptions können zum einen von außen kommen, also Interrupts von außen, oder wir können Exception haben, zum Beispiel auf illegales Memory zugegriffen haben, was zum Beispiel rausgeswappt wurde. Und dann geht unser Betriebssystem halt hin und sagt, ja, meinetwegen, wir swappen das wieder rein. Dafür müssen wir aber wissen, welche Instruktion das eigentlich war und welcher Instruction Pointer und welche Register und alles. Damit wir natürlich das Programm an der richtigen Stelle mit den richtigen Werten weiterlaufen lassen können. Das nennt sich eine Precise Exception, dass man das machen kann. Nach dem Motto der Deluxe Pipeline, wir ignorieren das einfach und sagen, unsere Exception ist imprecise. Heißt, wir garantieren nicht, dass die richtigen Registerwerte rückkommen. Für jeden, der sich gruselt bei, wir garantieren nicht, dass die richtigen Registerwerte zurückkommen. Ne? Willkommen im Club. Genau. Schwierig. Also man kann das alles nachbauen, aber die einfachste Art und Weise, Precise Exception zu bekommen, ist einfach die CPU zu stallen.
Und damit sind wir wieder ganz am Anfang. Also, TLDR, wir stallen unser Ding. Ja, jetzt haben wir uns genug über Architekturen lustig gemacht, die heute keiner benutzt. Also, für euch, wer von euch hat schon mal was von Solaris gehört? Und Spark? Ah, schön. Die Spark hat sehr viel ähnliche Sachen. Also, basically alle Architekturen, die in den 90ern neu entwickelt wurden, oder Ende der 80er, Anfang der 90er, haben diese Idee drin, weil das sah halt zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo die Prozessoren nicht so schnell getaktet haben, dass man mehr als 5 Pipeline-States hatten, aber wo 5 Pipeline-States schon was gebracht haben, das waren so 5 Jahre, da haben sich alle gedacht, voll die tolle Idee. Machen wir uns über eine andere Architektur lustig, eine sane Architektur, anders als die anderen beiden genannt, die heute auch noch relativ viel im Einsatz ist, ARM. Wie ihr alle wisst, steht ARM für Arkern-RISC-Maschinen. Wer von euch kennt die Firma Acorn noch? Oh, schön. Keiner aus meiner Generation, schade. Bitte? Genau. Also ARM ist entwickelt worden, ganz böse gesagt, um eine Fernsehsendung zu machen. Und für den Rest guckt euch bitte irgendwelche tollen YouTube-Videos an. Aber das Schöne an ARM ist, das ist eine RISC-Architektur mit 16 Registern. Davon sind 13 General Purpose. Und dann gibt es noch Stack Pointer, Return Address Pointer und den Program Counter oder Instruction Pointer oder wie auch immer man das Ding benennen möchte. Das ist ein normales Register und ich kann einfach R15 adressieren. Das macht diesen schönen Code legal. Ich nehme einen Add, addiere eine random Zahl auf ein random Register und jumpe. Aber es wird noch besser, weil man hat immer festgestellt, Small Instruction Sets, also wenn ich statt 32-Bit 16-Bit-Instruktionen nutze, dann brauche ich weniger Platz in meinem Instruction Cache und ich brauche weniger Flash-Memory für meinen Mikrocontroller und weniger EEPROM und alles. Also kam irgendwann Anfang der 2000er mal diverse Mikrocontroller-Firmen zu ARM und waren so, hey, könnt ihr nicht ein bisschen kleiner bauen und so einen Instruktionssatz zufügen? Und dann war ARM so, ja, super. Ja, klar, können wir machen. Und dann haben sie ARM Thumb entwickelt. Problem war an ARM Thumb 1 war, sie haben nur 16-Bit und keine 32-Bit-Instruktionen. Aber das bedeutet, man kann natürlich mit 32-Bit-Instruktionen mehr Flexibilität haben als mit 16. Und da kann man dann mehr reinkodieren, also sind die im Zweifel schneller. Aber aus den Gründen hatte man nur eine 16-Bit und eine 32-Bit-Architektur und ein CPU, der mir das eine oder das andere unterstützt. Dann haben sie nochmal das Ganze ein bisschen neu gemacht mit ARM Thumb V2. Und dann konnte man eine CPU bauen, die kann beides. Aber jetzt muss ich der CPU ja sagen, ich muss irgendwie zwischen den beiden Modi umschalten. Und zwischen den beiden Modi umschalten, well, das braucht dafür ein Bit, damit man das Instruktionssatz kann. Das ist das least significant Bit in unserem Instruction Pointer. Wollt ihr schon mal eine Add-Instruktion haben, die den Betriebsmodus eures Prozesses umschaltet? genau. Ich überlege mal gerade kurz. 3 wichtige Architekturen. x86 lustig gemacht, ARM lustig gemacht. Das RISC-V ist ein bisschen schwierig. Weil zum einen ist RISC-V irgendwie so 20 Jahre jünger als der Rest. Und zum anderen ist das Problem an RISC-V, RISC-V, für euch als Kontext, einer der Hauptentwickler dieser Deluxe-Pipeline hängt jetzt auch wieder in RISC-V mit drin. Und in den Beschreibungspapern zu RISC-V steht ein sehr langer Abschnitt, warum sie keine Branch-Delay-Slots haben. Also Menschen können aus Fehlern lernen und es ist sehr schön. Alles, was ich bis jetzt gezeigt habe, sind Dinge, wo selbst die damaligen AutorInnen heute der Meinung sind, können wir nicht mehr so machen. Ja? Also es ist einfach schön, wenn man sich über Leute lustig machen kann, die ihre Fehler eingesehen haben. Genau. Deswegen jetzt noch zu ein bisschen Abschluss. Wo ist meine Folie hin? Okay. Willkommen bei Folie geschrieben, aber anscheinend nicht neu gebaut oder ähnlichem Schwachsinn. Wie ihr gesehen habt, ich habe Links für viele von meinen Behauptungen da drin, weil glaubt nicht mir, glaubt dem, was der Mensch an Links zusammengesammelt hat, weil euch indirekt bescheißen ist viel cooler, als euch direkt zu bescheißen. genau, wir haben jetzt noch gut 20 Minuten Zeit, wenn ich das richtig sehe. Ich erzähle euch noch ein bisschen was von meiner letzten Slide und dann habt ihr gerne noch einiges an Zeit für Fragen. Genau, meine letzte Slide, ihr seht sie da, warum machen Menschen solche Entscheidungen? Wir haben uns jetzt viele technische Gründe angeschaut, Überlegungen, warum man technische Entscheidungen trifft. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen erklärt,
warum man darauf ursprünglich gekommen ist und dann auch, warum es gescheitert ist. Aber es gibt noch ein paar andere coole Gründe, warum Leute interessante Entscheidungen nehmen. Ein ganz wichtiger Grund, warum Leute interessante Entscheidungen in CPU-Design machen, sind Patente. Weil CPU-Firmen haben natürlich auch wieder dieses tolle Ding. Das ist meins, das dürft ihr nicht. Also kommen dann andere Menschen hin, lesen die Patentschrift sehr genau und sehr ausführlich und überlegen sich dann, halte, stopp. Eine wichtige Sache, warum ihr keine MIPS-CPU bauen könnt, obwohl das ein sehr einfacher Instruktionssatz ist, ist, weil für einen ganz bestimmten Teil von euren Instruktionssätzen, nämlich für bestimmte Load-Operationen und Store-Operationen, gibt es ein ganz bestimmtes Patent für eine ganz bestimmte Art und Weise, das zu handeln. Und was deswegen andere Leute machen, ist einfach, ja, okay, dann machen wir das halt nicht und wenn diese Instruktion wir sehen, dann treppen wir ins Betriebssystem und dann lassen wir das machen, weil das ist ja Code und wie wir alle wissen, es gibt keine Software-Patente. Software-Patente. Ja, genau das, ne? Der Stream kann das gerade nicht sehen, das Publikum ist nicht sehr beeindruckt von meiner Aussage. genau, also das ist so das Erste. Da gibt es zum Beispiel eine schöne Firma namens Transmeter, so um 2000 rum, die sind auf die tolle Idee gekommen. x86 CPUs bauen ist schwierig, weil da verklagen uns Intel und AMD zusammen. Aber wenn wir eine andere CPU bauen und wir schreiben unseren Prozess einfach so, dass wir damit sehr schnell eine Software-Emulation bauen können, dann können wir richtig cooles Zeug machen. Und Transmeter war tatsächlich sehr cool, die haben es geschafft, zwischenzeitlich die energieeffizientesten x86-kompatiblen Systeme zu haben. Nicht CPUs, Systeme. Das Problem war, das waren Mobile-Prozessoren, die haben irgendwie so ein Drittel von dem Takt gehabt, von dem, was Intel parallel hatte. Und die haben sich leider nicht durchgesetzt, weil die Überlegung mit Software-Emulation ist generell eine sehr übliche Sache. Und eine sehr schöne Sache. Auch Apple mit Rosetta und Rosetta 2 hatte das Problem, wenn sie von einer ihrer Architektur auf eine andere umbauen. Euer M1-Chip hat extra Hardware drin, damit bestimmte Load- und Store-Operationen mal wieder so funktionieren wie auf x86. Oder zumindest bestimmte Seiteneffekte da sind. Das hat was damit zu tun, was passiert, wenn zwei Threads gleichzeitig auf Speicher zugreifen und x86 da viel strenger als ARM. Aber damit man ARM schnell emulieren kann, haben die ARM-CPUs von Apple extra einen Modus, um diesen x86-Modus nachzubauen, damit man gute Emulation bauen kann. Aber das ist alles wieder, das ist keine x86-CPU, das ist ja nur dieses eine Verhalten, was man in dem Endprozessor zufällig anschalten kann. Gut, die zweite Sache ist, der Compiler wird schon fixen. Wir hatten jetzt ein paar Mal, wie gut das funktioniert, wenn der Compiler schon fixt. Ich habe vorhin gemeint, im Zweifel ist immer die richtige Frage immer, warum Intel? AMD hat heute EPYC mit Y auf dem Markt. Es gab ganz früher mal die Extremely Parallel Integrated Circuits, EPYC. Da hat, hat Intel viel Aufwand reingesteckt, damit gut x86-Code emulieren zu können. Und sie waren da sehr stolz drauf. Das einzige Problem war, das war so Ende der 90er, sie hatten da auf einem Mikroprozessor-Forum, haben sie das vorgestellt, guck mal, wir können jetzt tolle x86 emulieren. Und wir haben diese tolle 64-Bit-Erweiterung, 64-Bit-Instruktionssatz für das 286, weil wir kündigen x86 jetzt ab und alle gehen auf 64-Bit und 32-Bit kann man emulieren. Am Tag nach der Präsentation kam eine kleine, irrelevante Firma namens AMD auf die Idee, ihre 64-Bit-Erweiterung für x86 vorzustellen, zu sagen, warum Code auf einer anderen Maschine emulieren, wenn ihr auf unserer Maschine mit voller Geschwindigkeit rechnen könnt. Intel, die vorher sehr secretive waren mit ihren Folien, haben, wie man das so liest, basically noch in der Stunde nach dieser Präsentation ihre Folien geleakt, damit Leute wenigstens ein bisschen über ihren Vortrag reden. Ja, well, genau. Und das Letzte ist, was auch ab und zu probiert, hey, das klingt nach einer guten Idee. Es gibt einen Grund, warum man heute sehr viel Zeit da reinsteckt, Prozessoren, bevor man sie baut, mal zu emulieren und durchzutesten und so weiter. Damit habe ich jetzt euch hoffentlich ein bisschen einen Überblick gegeben, warum wir nicht mehr in den 80ern sind. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dann schon mal von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für den Vortrag. Er war sehr, sehr ja, humoristisch und spannend. Dann würde ich erstmal ins Publikum geben, irgendwelche Fragen dazu. Wir haben jetzt noch so 15 Minuten Zeit dafür. Ich sehe leere Gesichter. Dann fange ich einfach mit einer Frage an. Und zwar hast du ja sehr viel über Benchmarks geredet. Ja.
und dass die verwendet werden von CPU-Herstellern, um sozusagen ihre CPU besser zu machen. Wie siehst du das? Sind die Benchmarks irgendwie aussagefähig für das, was man sonst so auf CPUs tut, oder ist das eher so ein Schönrechnen? Das Ziel von einem Benchmark-Suite vor allem ist halt, möglichst aussagekräftig zu sein. Also was die Spec-Menschen machen, ist basically, die gucken sich im Open-Source-Bereich, weil alles andere ist schwierig, nach ganz viel Zeug um, was sehr viele Menschen nutzen. Also sei traditionell immer dabei ist ein GCC, der die Aufgabe bekommt, ein GCC zu compilen. Ne? Und wir suchen uns jetzt nach ganz viel Zeug, was möglichst aussagekräftig ist, was möglichst viele Menschen nutzen. Und außerdem libquantum zum Beispiel, das ist jetzt so ein berühmtes Beispiel, wo das sehr schief gegangen ist. Es gibt auch alle paar Jahre neue Benchmark-Suites, damit dann alles, wo man sich vertan hat mit, das lässt sich nicht workaround und hacken, rausfliegt und man neues Zeug nehmen kann, damit man immer schön vorne mit dabei spielt. Das sind so Benchmark-Suites, die auch nicht nur ein Benchmark sind, sondern mehr als einer, sehr viel schöner als einer. Aber generell hat man immer das Problem, dass man natürlich den einen Code testen möchte. Und wenn ihr jetzt einen Laptop kauft und wollt damit nur kompilieren, dann braucht ihr vielleicht nicht die superschnell taktende CPU, aber dafür 5 Kerne mehr. Und insofern ist eigentlich das, was man immer machen möchte, testet eure CPU mit eurem Workload. Das ist schwierig, wenn man die CPU noch nicht hat, deswegen hat man Benchmark-Suites, aber ja. Deswegen war das okayisch und nicht gut. Ja. Andere Fragen? Da hinten gibt es eine Frage. Am besten laut sagen und dann wiederhole ich sie. Wo siehst du die Entwicklung, was CPUs betrifft? Also in ARM hat er jetzt mit den M-Chips sehr viel, manchmal den CPU-Markt, glaube ich, so ein bisschen durchgerüttelt. Jetzt haben sie mit der jüngsten Vorstellung ja nochmal, ich sag mal, einen großen Wurf gelandet. Was wird sich da weiterentwickeln? Was siehst du da? Genau, also die Frage war, wie sich die CPUs weiterentwickeln, vor allen Dingen im Hinblick auf Apple, die jetzt ja eine sehr große Entscheidung getroffen haben, da was zu verändern. Okay, ich zitiere jetzt einen gewissen Jim Keller, der gilt gemein als einer der CPU-Götter, in Anführungszeichen. ISA don't matter. Weil der Hintergrund ist, ISAs don't matter, so rum, weil effektiv so eine moderne CPU, ich habe out of order ganz kurz angesprochen. Aber was man heute macht, ist, wir nehmen unsere ISA, übersetzen die in der CPU in eine andere ISA, die der CPU besser passt, und dann macht die CPU das, was sie tut. Und ob das jetzt Apple ist, Apple hat einen riesen Vorteil, die haben so dermaßen viel Geld, dass sie bei einer taiwanischen Firma TSMC immer die allerteuersten und neuesten Prozesse kaufen können. Das bedeutet, was das Denard-Scaling sagt, wir kriegen nicht mehr Takt, aber kleine Prozessoren brauchen immer noch viel weniger Strom. Das bedeutet, die kaufen einfach sich teuer ein, kleine Prozessoren mit wenig Strom zu verbauen und können dann entsprechend extrem energiesparende Laptops bauen, weil das deren Anwendungsfall ist. Aber generell ist die CPU-Welt heute relativ homogen. Ich habe vorhin Ryzen von AMD angesprochen. Es gibt noch eine CPU namens Opteron 1100. Das ist ein Ryzen-Kern mit einem ARM-Frontend. Da ist literally die gleiche CPU dahinter, aber die versteht ARM statt x86. So weit geht das schon mit den ISAs. Das ist nicht mehr wirklich relevant. Deswegen wird meiner Meinung nach das Ganze nicht entschieden anhand von technischen Sachen, sondern von regulatorischen und Community-Geschichten. RISC-V ist irgendwie lizenzfrei. Das bedeutet für alle Menschen, die eh komplett neuen Code schreiben müssen und neue CPUs bauen, also Controller in Festplatten, irgendwelche Mikrocontroller und so weiter. Alle die werden auf RISC-V wechseln, weil das einfach billiger ist, wenn man nicht 20 Cent pro CPU an den ARM zahlen muss. Auf der anderen Seite, es gibt, wenn man die Legacy-Software aus den 70ern und 60ern noch betreiben muss, dann kaufen die Leute weiterhin IBM Mainframes, weil die Software ist da und ein Atomkraftwerk neu zu lizenzieren, weil man von der PDP-11 auf eine moderne Maschine wechselt, das kann sich keiner leisten. Da ist es literally billiger, die Firma PDP-Deck zu kaufen. Das ist nicht passiert. Genau. Und aus dem Grund, das ist eine Community-Sache. Und RISC-V, ARM und x86 werden es jetzt ausbetteln. x86 wird nicht andersweise zeitnah sterben. Und ich glaube nicht, dass ARM den großen Wurf machen wird im Serverbereich, weil die so spät dran sind, dass RISC-V, das wieder billiger ist, die noch überholen kann. Die Sache ist, dass sich ARM nicht erfolgreich früh genug den x86-Markt kannibalisiert hat, um da reinzukommen. Und die Leute, die jetzt neu anfangen, da gibt es zum Beispiel die Firma TenStorrent, die machen eigentlich AI, aber brauchten dafür CPU-Kerne und haben deswegen spontan auch noch ein paar High-Performance-RISC-V-Kerne entwickelt und bauen damit Server-CPUs, weil, naja, da ist viel Geld.
das ist noch so ein bisschen das Battle. Und ich glaube, ARM ist von diesen drei großen Architekturen, RISC-V, ARM und x86, wahrscheinlich die, die am wenigsten im High-Performance-Bereich umgehen wird. Und es wird nach und nach mit ein bisschen ARM-Peak jetzt in den nächsten 2-3 Jahren und dann auch von x86 langsam auf RISC-V übergehen. Gut, dann da die nächste Frage. Genau. Die Frage war, wie weit noch RISC-V CPUs für Desktop-Anwendungen weit weg sind, sozusagen. 2023 is the year of the Linux Desktop. Also das ist halt einfach wieder so ein Fall von Legacy-Software und Menschen wollen PowerPoint benutzen und nicht coole CPUs, befürchte ich. Es gibt RISC-V CPUs zu kaufen, also es gibt ja dieses Linus Tech Tips Video, wo sie eine Sci-Fi RISC-V CPU mit einer AMD-Grafikkarte koppeln und darauf dann hier Wolfenstein oder so spielen oder hier Doom, weil geht halt. Und die gleiche Firma Sci-Fi hat mir Intel für Ende des Jahres auch weitere Prozessoren angeguckt und bei mir im Büro liegen auf dem Schreibtisch rum Boards mit einem RISC-V CPU und einer Grafikkarte. Das ist on board direkt, das ist alles irgendwie da, aber der Markt wird wieder nicht aus technischen, sondern aus anderen Sachen geschunden und die Leute wollen PowerPoint benutzen. Ich befürchte, du wirst noch auf mindestens 10 Jahre das eher als Special Case Hardware kaufen können. Andere Fragen? Gut, dann hätte ich noch eine. Du hast AI als Anwendung angesprochen. Ich weiß, das ist immer so eine Sache, AI ist wichtig und was auch immer. Wie siehst du das in Hinsicht auf CPUs und Acceleratoren? Wo ist da die Balance Richtung auch AI mit einer sehr, sehr speziellen Workload-Art sozusagen? Okay, ja, lass mich meine Antwort in zwei Worten zusammenfassen. Poor Nvidia. Weil ihr wisst es vielleicht, momentan sind Grafikkarten so der Bereich, wo man die Acceleratoren, die man für AI-Sachen nutzt. Aber im AI-Bereich, du hast es gerade schon angesprochen, sind es sehr Special-Case-Hardware. Und da lohnt es sich einfach sehr schnell, Special-Hardware zu bauen. Und da gibt es von Google schon die TPUs, das steht für Tensor Processing Unit, die irgendwie fancy Zeug machen können. Und im gleichen Maße wird das auch halt weitergehen. Jedes Handy, was in den letzten 3 Jahren verkauft wurde, hat irgendwelche AI-Beschleuniger für Interference da drin, also den Teil, wo man nicht trainiert, sondern nur noch neuronales Netzwerk anwendet. Und da ist halt auch einfach, auch das Training wird mehr und mehr Special Case. Und so eine NVIDIA-GPU ist einfach viel, viel, viel zu teuer und braucht viel, viel, viel zu viel Strom, dass ich nicht glaube, dass das da weitergeht, sondern das wird in die großen Hyperscaler, wenn die reine Hardware bauen, weil es sich lohnt. Und für alle anderen, die nutzen halt die Grafikkarten, die noch übrig bleiben. CPUs sind irrelevant. Andere Fragen aus dem Plenum? Gut, dann würde ich vielleicht noch anschließen sozusagen an die Frage gerade. Siehst du das, dass es ein Teil der CPU wird sozusagen, solche Acceleratoren, oder wird das weiterhin getrennte Hardware bleiben? Also im Hinblick auch von dem, was AMD gemacht hat, die ja wirklich bewusst das Ganze in verschiedene DICE aufteilen. Mhm. Wo ist da die Balance? Okay, das ist ein bisschen eine spannende Frage. Tatsächlich, ehrlich gesagt, so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Meine Hauptgegenfrage wäre so ein bisschen, was ist eigentlich meine CPU? Weil, du hast es gerade schon angesprochen, ist meine CPU nur der eine Kern? Ich habe jetzt hier viel über Kerne geredet und über das Ganze. Und da ist noch zwischen dem Kern und dem eigentlichen Anwender sind noch so dermaßen viele Schritte. Und da kann man das drüber sehen. Also irgendwelche speziellen Chips, die ich direkt auf meinen gleichen mit meiner CPU zusammen auf der gleichen Platine verkaufe, wird garantiert kommen und das gibt es auch schon. Grafikkarten und CPUs auf dem gleichen Die, also ein Stück Silizium, gibt es schon. Dieses Paper, was ich vorhin zitiert habe, mit der Is Dark Silicon Useful, redet viel darüber, dass man nicht mehr so hoch takten kann und deswegen einfach ganz viel Silizium übrig hat, den man basically zum Kühlen braucht. Und um Hotspot-Standard zu kriegen, da kann man auch was Sinnvolles reinmachen. Also ja, wir werden mehr und mehr Acceleratoren auf unseren Systemen sehen, einfach weil wir entweder Silizium kaufen, um es nicht zu benutzen, oder Silizium kaufen, um es zu benutzen. Auf der anderen Seite ist das halt auch so eine Sache, dass
natürlich dann auch die Frage ist, womit kann ich Geld verdienen? Und da ist halt zumindest das ganze AI-Training-Zeug, das lohnt sich für den normalen Anwender nicht. Inference haben wir schon und auch sonst Grafik, Medienbeschleuniger, also wir werden vollgeschmissen werden mit Beschleunigern, aber wo die genau sind, ob die auf dem gleichen Die sind, ob die auf der gleichen CPU sind, ob die auf dem gleichen Motherboard sind oder ob sie in der Cloud sind, alles ein bisschen fragwürdig, das wird sich der Markt noch entscheiden. Der Markt. Also, liebe FDP, da ist dann noch eine Frage gekommen. Wir hatten jetzt ein paar Mal diesen Punkt, der Versuch, irgendwie Komplexität aus der CPU in den Compiler auszulagern. Was wir jetzt, Arvind ist gemacht mit Big Little, ich glaube, bei Intel versucht man es jetzt auch, dass man versucht, die verschiedenen CPU-Kerne zusammen auf einen Die zu packen und sagen, ich habe ein paar kleine Kerne, die nicht so performant sind, aber dafür energieeffizienter. Größere Kerne, für wenn ich mehr Rechenleistung brauche. Damit schiebe ich aber auch wieder Komplexität in Richtung Betriebssystem-Scheduler ab. Funktioniert das? Oder glaubst du, dass ich das dann so gut durchsetzen will? Oder wird es auch wieder ähnlich so ein Vorleger werden, weil am Ende irgendwie niemand so richtig weiß, wie ich zu diesem Kern effizient umgehe? Ja. Okay, also die Frage war kurz zusammengefasst. Wenn ich jetzt verschieden starke CPUs auf meinen Kern mache, um Energie zu sparen, hauptsächlich auf meinen Diebach Energie zu sparen, kann ich dann irgendwie, und dann verschiebe ich auch wieder Komplexität und Komplexität an nicht die CPU verschieben, ist schwierig. Sag mal dreierlei. Erstens, gerade im Smartphone-Bereich ist das schon halbwegs üblich, aber da ist es auch nicht so, dass man keine Benchmarks geben möchte. Da ist der Benchmark die Akkulaufzeit und dann ist man im Zweifel halt 5% langsamer. Im Desktop-Bereich, wo Leute ganz hässliche Videospiele-Benchmarks machen, die absolut latenzkritisch sind, ist das ein bisschen schwieriger und da ist ihnen auch zwischenzeitlich mies auf die Füße gefallen und hat im Desktop solche schönen Sachen wie, also wenn du ansatzweise der Meinung bist, dass das irgendwie ein Spiel sein könnte, dann reagier bitte frühzeitig. Und bei AMD, die haben das ja auch mit einem Die mit Cache und einem ohne, da sieht man das auch in den Benchmarks, wie kaputt das gehen kann, wenn das verschieden ist. In allen Fällen ist da mittlerweile viel Hardware-Unterstützung dabei, also Performance Counter oder ähnliches, wo die CPU einem sagt, hey, ich habe das und das gemessen und wahrscheinlich ist es besser, das auf den anderen Kern zu verschieben oder hier zu lassen. Also da ist viel Hardware-Software-Code-Design im Spiel, um genau dieses Problem zu machen. Aber ja, Komplexität in Software ist immer schwierig und das braucht immer ein paar Jahre, um sich einzuspielen. Im Smartphone-Bereich hat sich das mittlerweile ziemlich weit und ich gehe davon aus, dass es auch im Desktop-Bereich kommen wird. Vor allem, weil Batterielaufzeit und Energiesparen so dermaßen wichtig ist, dass man dafür auch einfach 3-5% Performance auch mal gibt, weil das Betriebssystem langsam ist, weil wenn der Laptop doppelt so lange ohne Batterie klarkommt, da ist halt einfach 3% weniger Performance nicht relevant. Ja. Gut, noch andere Fragen aus dem Plenum? Für so eine Frage hätten wir, glaube ich, noch Zeit. Gut, wenn das nicht der Fall ist, mir fällt jetzt aktuell auch akut nichts mehr ein, dann vielen Dank für den Vortrag und auch für die Möglichkeit, so viele Fragen zu stellen. Und dann würde ich sagen, noch ein Abschlussapplaus für dich und ja.